Wie schaut's aus? Ist auf der deutschen Seite noch jemand hier? So, wir machen jetzt weiter mit der Mila von Seinefa. Sie ist eine ganze Liebe und sie hat ein paar Worte an euch. Ja, hallo, ja, guten Abend. Hallo Frau Lassing, Österreich, falls mich noch jemand hört. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin total beeindruckt, was die Veranstalter auf die Beine gestellt haben. Und ich sage erstmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Mila, ich bin Mama einer 3,5-jährigen Tochter und das unumstößliche Bedürfnis, sie zu beschützen, hat mich dazu bewegt, aufzustehen, meine Komfortzone zu verlassen und gemeinsam mit 14 weiteren Personen einen Verein zu gründen. Der Verein heißt SeinEV, www.sein-ev.de. Flyer findet ihr im Infostand. So, unser Verein versteht sich als die erste unabhängige Patientenlobby Deutschlands und wir setzen uns dafür ein, dass es in der Gesundheitssystem endlich wieder um Gesundheit geht und nicht nur um Profit. Und um Zahlen. Wie wollen wir das erreichen? Eben indem wir eine Lobby bilden. Und ganz konkret bedeutet das, dass ganz viele Menschen zusammenfinden müssen, um zusammen an einem Strang zu ziehen. Ein Hoch auf die Polizei. Der konkrete Auslöser für die Gründung von SeinEV war die Einführung von dem Masernschutzgesetz vor fast einem Jahr, am 1.3.2020. Damit wurde der erste Immunitätsausweis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Und obwohl uns schon damals klar war, dass das nur der Anfang ist und lediglich ein Vorbote, wohin die Reise geht, konnten wir nicht ahnen, wo wir heute mit Corona stehen würden. Das Thema Immunitätsausweis ist aktueller denn je. Und wir müssen uns jetzt wehren. Jetzt. Wir haben schon bei der Gründung eine Verfassungsbeschwerde gegen das Masernschutzgesetz angestrebt. Und heute darf ich verraten, dass wir uns damit in den letzten Zügen befinden und dieses noch im Laufe des Monats einreichen werden. Wir konnten keine geringe. Ein Hoch auf die Polizei! Danke, ein Polizei! Hoch. Danke, Polizei! Danke, Polizei! Danke, Polizei! Danke, Polizei! Danke, Polizei!